Wow, ziemlicher Leck. Eine Steinschaufel hält natürlich jetzt auch nicht so viel aus, aber ein bisschen Sand kann man auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Um sonst schon mal, wenn wir dann Dschungel finden, ein bisschen abzustecken. Weil Dschungel will ich finden, das ist klar. Ich möchte nicht einfach irgendwo bauen. Hier geht's runter. Ja, das will ich mal mitnehmen. Ich hoffe, ich krieg alles mit. Auf jeden Fall zwei Kohle. Und dann nehmen wir auch noch Dackelmiet. Mal gucken, ob die Spitzhacke reicht. Ich hoffe es. Kann vielleicht knapp werden. Na, obwohl, nee, das reicht. Also ich frage mich, was das mit dem Leck eben war. Ihr habt das ja, denke ich, schon mitbekommen. Das war ja schon, ja, eigentlich nicht zu übersehen. Aber das hat ja ziemlich dann gehakt. Geharkt. Ich werde gucken, sonst immer von den Einstellungen her, von der Aufnahme, ob da alles in Ordnung ist. Hier ist auch noch guter Hanf. Nee, aber da werde ich halt nochmal nachschauen. Vielleicht liegt es ein bisschen an den Einstellungen. Vielleicht ist da ja irgendwas zu hoch von der Auslastung oder so her. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht macht ja auch Minecraft gerade ein bisschen Probleme mit OBS. Ich weiß es nicht. Ja. Also auf jeden Fall ist hier dieses Sandbiom, also die Wüste, schon groß gehalten, wo man erst hier dachte, so von in diese Richtung hin, dass das jetzt nicht so groß ist. Vielleicht werden wir uns sogar mal in der nächsten Aufnahmesession Boot craften und gucken, was in dieser Richtung ist. Auf jeden Fall ist hier Hanf noch angebaut, das ist auch ziemlich nice. Guck mal, das ist auch Hanf. Ich weiß nicht, ob man das selbst anpflanzen kann oder so. Vielleicht wisst ihr das ja. Dann kann ich ja mal. Na, was soll's? Kann ich ja sonst ja mal selbst irgendwie anpflanzen. So meine eigene Hanffarm. So in dem Sinne. Nein, ich bin nicht drogensüchtig. Minecraft macht mich süchtig. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Ihr kennt das ja so gut, dann, wenn man über vieles reden und man redet und man redet irgendwie doch nicht. Wow, da hinten ist auch nochmal ein Tempel. Da würde ich sonst auch nochmal hingehen. Ich hoffe, dafür reicht die Spitzhacke. Nee, das will ich dann noch in Ruhe erkunden. Was habe ich mit der Aussicht gemacht? Das habt ihr ja gesehen. Warte mal. Also es sieht vielversprechend aus. Also da ist ja dieser Fichtenwaldbiom, ist doch Fichte, oder? Und ich glaube, ich weiß es aber nicht hundertprozentig, aber ich glaube mal gelesen zu haben, wow, Alter. Okay, also wir sind auf jeden Fall schon mal mega gut equipped. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Wir haben hier Rückstoß und wir haben Flamme. Sonst ist uns auch nochmal ziemlich geil. Mal gucken. Alter, Stärke 2, Sand und viele Smaragde. Also, das ist schon mal mega OP. Deshalb kann ich auch mitnehmen. Und Dias und Feuerschutz. Alter, wie. Ich kann nicht mehr alles einpacken. Muss ich gleich mal gucken, was ich nicht mitnehme. Ich
kann das nicht mitnehmen, warte. Alter. Ich muss mich ja auch gleich hochstaggern. Dann nehme ich das mit. Da kann ich orangenen Farbton wegpacken. Dann packe ich auch die Erde weg. Kies habe ich ja jetzt, oder? 34. Dann lasse ich mal Feuersteine hier. Den Bronzehelm nehme ich mit. Glatten Sandstein nicht. Ich weiß jetzt nicht vom Platz her, ob das reicht. Nur das Feuerschutzbuch nicht. Okay, was lasse ich dafür hier? Lasse ich dafür die Axt hier. So. Okay. Nice. Also ich muss sagen, wir sind mega geil equipped. Also wir haben jetzt fast hier voll Bronze. Ja, habe ich gedamaged. Ja. Okay, stimmt, das soll ich nochmal nachgucken. Wie mache ich nochmal einen Rucksack? Hier, Backpack. Das mache ich aus Leinen und Pouch. Pouch mache ich aus Faden und 5 Leder. Hallo? Und Leinen aus Messer und Hanf. Messer aus rotem Farbstoff und Eisen. Okay, dafür brauche ich also noch ein bisschen. Aber dann weiß ich das nochmal. So von wegen good to know. You know. Wow. Dann bekomme ich den nicht, das ist gut. So viel ich auch nochmal Zucker, aber. Kann ich auch mitnehmen, oder? Ja, okay. Okay, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Also die Folgen, aber das werdet ihr dann schon sehen, weil ihr wisst ja, ich bin gerne mal einer, der ein bisschen vorproduziert. Oh, das ist sehr dunkel gehalten. Wo will ich da jetzt hin? Ich habe kein Holz. Also das erkunden wir auf jeden Fall das nächste Mal, weil Dschungel wollen wir finden. Wir haben richtig viel Sand, das heißt, Strand ist auf jeden Fall schon mal gebongt. Und dann schauen wir halt, wie wir das Flugzeug bauen. Weil, das können wir mal eben nur kurz eingeben. Ja, also wir haben hier das hier, dann haben wir Universal Fuel Cell. Die Fluid Tank und ein Air-Eimer. Okay. Ich wollte eigentlich. Dann gebe ich mal Plane. Plan. Was ist das denn? Eating Plant Seeds, Plant Ball. Washing Plant. Stahl. Ein Stahlblock. Wie macht man den? Die macht man aus Steel Ingots. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und dann haben wir eine Stahlhülle aus grünem oder also auf jeden Fall aus gefärbten, nee, aus Glas, Stahlbarren und Osmiumbarren. Okay. Weil dann brauchen wir halt viele Ressourcen, um das auch zu bauen. Es wird auf jeden Fall ein großes Projekt, das seht ihr ja jetzt schon. Also es ist ja wirklich Umfang. Was war das denn? So, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Jeden Fall sind wir schon mal mega OP ausgerüstet. Geil finde ich, wir haben jetzt dieses Buch Wasserläufer, weil es gibt ja diese Wasserdungeons. Aber da kommen wir auch noch zu. Da kommen wir halt wirklich noch zu. Und ja.
einen Schmetterlingbeutel. Das ist auch ziemlich gut. Da haben wir, glaube ich, einen getroffen, der ja mit uns tauschen kann. Schade, wir haben jetzt wirklich kein Redstone, das ist das Einzige, was fehlt. Um eine Karte zu craften, weil das würde ich irgendwie am liebsten eigentlich noch diese Folge bzw. diese Session schaffen. Ich weiß nicht so recht. Wir haben hier auf jeden Fall auch ein bisschen Essen, was wir abbauen können, und Brote könnten wir uns machen. Theoretisch. Ey. Was tust du in meiner Wohnung? Geistlicher. Ich habe nur 11. Theoretisch, aber das kann man ja dann nochmal malen, dass wir die traden können. Ich leg mich da jetzt einfach mal so dreist hin. So, dann spawn ich auch nicht irgendwie vielleicht draußen. Das hat nicht gereicht, das Holz. Wie geil ist das denn? Wow. Also wir haben Diamanten, Hanf. Und schon ist die Truhe voll. Geil. Was ich machen könnte. 1, 2. Mache ich nochmal eine kleine Truhe. Wo ich dann das reinpack. Eisen. Sand, Gletscher, Sandstein, und dann von mir aus auch noch das. Okay, ja, meine lieben Fußballfreunde, ich hoffe, euch hat jetzt diese erste Aufnahmesession gefallen. Zum Ende bin ich jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber ich denke, das wird sich in der nächsten Aufnahmesession ändern. Dann werden wir dann auch wieder, ich denke mal, wir werden nur auf einfach spielen. Ich lasse jetzt noch mal kurz auf friedlich. Aber ich hoffe halt, euch hat diese erste Aufnahmesession gefallen und ihr freut euch hoffentlich mit mir, dass das Projekt losgehen kann. Und letztendlich heißt dann die nächste Mission, und das ist halt die große Mission, um dann auch anzufangen mit dem Bauen oder mit dem Auslegen des Strandes. Dass wir eigentlich wollte ich direkt reinspringen, dass wir einen Dschungel finden. Und das ist gar nicht so einfach. Ich könnte theoretisch Game Mode gehen und gucken, ob ich einen Dschungel finde. Könnte ich theoretisch, mache ich aber nicht, weil ich das ein bisschen blöd finde. Scheiße, ich habe schon alles gekocht. Ich koche mal alles und vergesse, dass es doch diese gibt. Ah, egal. Na gut, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir stellen uns nochmal schön hin für ein Thumbnail. Und zwar stellen wir uns, wo stellen wir uns am besten hin? Ich glaube, hier auf den Turm ist es ziemlich geil. Weil dann habe ich ein geiles Thumbnail. Hi. Wo war das jetzt? War das hier? Ah, hier. Wow. Das sieht doch ziemlich geil aus. Warte. Gut. Na gut, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal an Pfiff ab Pfiff Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Lost. Tschüss.